Danke, dass Sie kommen zu unserem Vortrag. Es ist eine Shared Production zwischen Zuse und Zenit, meinem sehr geschätzten Geschäftspartner aus Secon. Ich würde alle wissen, die noch ein bisschen weiter hinten, da hinten stehen, einfach nach vorne kommen. Dann sieht es ein bisschen voller aus, dann macht es mir auch ein bisschen mehr Spaß. Und die besten Plätze sind immer ganz vorne. Ich stelle auch keine Fragen, ich mache das nicht wie der Professor Zuse, der keinen Test nochmal aufgepasst hat. Ja, als wir hier angetreten sind mit der Zuse Automation, haben wir eine ganz bestimmte Haltung verfolgt, eine ganz bestimmte Vision. Weil wir nämlich gemerkt haben, die Welt der Produktion wird sich doch in den nächsten Jahren ganz schön verändern. Viele Dinge, die uns heute umgeben, an die wir gewohnt sind, womit wir arbeiten wollen, sind einfach super flexibel und sehr smart geworden. Und jeder kämpft ein bisschen ein Stück weit um Individualisierung, auch in seiner direkten Umgebung. Das hat natürlich Konsequenzen für unser Leben, aber auch speziell auch für die Produkte, die wir gerne haben, die wir gerne benutzen. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass ein Smartphone so ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben sein könnte? Wohl kaum einer. Wir können da heute nicht mehr nur mit telefonieren. Ich habe eine 18-jährige Tochter, die telefoniert mit ihrem Smartphone gar nicht mehr. Die findet sich gestört. Die machen damit ihre Nachrichten, ihre Messenger. Die nehmen damit Filme auf, die machen damit Fotos, aber die telefonieren damit heute nicht mehr. Und so verändert sich halt unsere Welt. Das hat Konsequenzen. Speziell für unsere Kundschaft. Wir sind in der Metallverarbeitung, eine ganz klassische Industrie. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir bestimmte Trends nicht verpassen. Gerade für diese Produkte, wo ich jetzt gesagt habe, ein Smartphone beispielsweise, die haben sich so stark verändert. Die haben in den ersten Generationen waren die noch klein. Das waren Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse. Wenn ich mal so gucke, was Apple gemacht hat in den vergangenen Jahren. Dann sind es Alugehäuse geworden, weil es schicker war, weil es besser zu verarbeiten war, weil es leichter war. Die nächste Generation, das kann ich Ihnen sagen, die werden aus Glas werden. Nicht, weil es so schick ist, weil jeder da reingucken möchte, sondern weil man damit die Smartphones in die Lage versetzt, dass sie induktiv aufgeladen werden können. Also irgendwann werden wir alle unsere Kabel wegschmeißen können, diesen Kabelsalat, den wir haben, und laden die Autos induktiv im Auto oder zu Hause auf der Herdplatte auf, sage ich jetzt mal ein bisschen slappy. Die Dinge werden sich verändern, sehr schnell. Und für solche innovativen Produkte geht es eigentlich immer nur um einen Punkt, Time to Market. Das heißt, wie schnell geht es von der Produktidee Richtung Markt? Wie schnell kann ich so ein Produkt serienreif anbieten? Und das ist ja unser Slogan, Shape Products, not Production. Das ist, woran wir glauben, und das ist unsere Haltung. So werden wir die Dinge auch in Zukunft angehen. Aber man muss auch schauen, die Sachen müssen super smart sein, hochpräzise. Wer heute keine präzise Werkzeugmaschinen bauen kann, der ist außen vor. Was hat diese Branche Angst gehabt, als die ersten Japaner, Koreaner, Taiwanesen angefangen haben, Werkzeugmaschinen zu bauen? Aber in den Industriezweigen, wo es drauf angekommen ist, im Automobilbereich, im Aerospace-Bereich, die haben sehr schnell gemerkt, wo die Limitationen dieser Werkzeugmaschinen liegen. Und wir hier bei Höhler Hille, kann ich wirklich schon sagen, ich sage das auch wirklich gerne, wir wissen, was ein Mü ist. Wir wissen, was 2 μ sind. Das wissen die anderen nicht. Die können das nicht mehr von der Zeichnung ablesen. Also wir müssen smart, individuell und hochpräzise sein. Und diese Komponenten, die finden wir hier. Beziehungsweise in diese Richtung werden wir die Firma treiben. Wie sieht es generell aus im Markt der Werkzeugmaschinen? Jetzt werde ich mal so ein bisschen der Ökonom, der Volksökonom. Wenn man mal schaut, wie ist der Verbrauch gestiegen in den letzten Jahren bei den Werkzeugmaschinen? Da sieht man ganz klar eine Message. Die Welt wird sich weiter industrialisieren. Die Welt braucht weiterhin Werkzeugmaschinen. Und zwar gute Werkzeugmaschinen. Wir sehen aber auch, es gibt eine Verdichtung im Markt. Es gibt eigentlich nur noch sehr wenige Märkte, die Werkzeugmaschinen bauen können und auch aufnehmen. Und erstaunlicherweise sind das genau die Volkswirtschaften, denen es gut geht. Also für mich gilt eine sehr vereinfachte Formel. Eine Volkswirtschaft, die Werkzeugmaschinen bauen kann, da geht es den Leuten gut. Weil wer eine Werkzeugmaschine bauen kann, der beherrscht auch bestimmte andere Schlüsseltechnologien. Die kann nämlich zum Beispiel Autos bauen, die können Medizintechnik machen, die können Flugzeuge bauen. Das ist also essentiell. Deswegen ist Russland so erpicht, auch seine Werkzeugmaschinenindustrie wieder aufzubauen. Deswegen ist China so erpicht darauf, keine Maschinen mehr zu importieren, sondern selbst bauen zu können.
Aber hier sind wir ganz weit vorne. Und wenn man das sieht, Deutschland spielt immer noch eine gewichtige Rolle. Ich erspare mir jetzt hier, dieses Chart noch ein bisschen näher zu interpretieren. Wichtig ist, die Welt braucht mehr Werkzeugmaschinen. Daran wollen wir teilhaben. Wir brauchen genauere Maschinen. Und wir kennen auch genau die Märkte, wo die Maschinen reingehen. Und das sind auch die Märkte, auf die wir uns fokussieren werden. Ich bemerkte bereits, dass die Maschinen, die Anforderungen an Werkzeugmaschinen sich doch in den letzten Jahren verändert haben. Und ich habe mal ausgewertet, das ist eine Fleißarbeit gewesen, weil mich solche Zahlen einfach interessieren. Das werden Sie in keiner Statistik wiederfinden. Aber in den letzten 5 Jahren hat der Bereich Hochpräzision, Produktion in einer Aufspannung, Hochpräzision, kleine Stückzahlen, hohe Fertigungsvielfalt, Industrie 4.0 und bessere Planungsmethoden, dieses Segment ist gewachsen bei den deutschen Werkzeugmaschinenherstellern um 2,8 Milliarden. Das ist so viel. Jeder weiß inzwischen, dass ich von DMG kam. Das ist mehr als der Gesamtumsatz von DMG. Aber allein dieses Segment ist um fast 3 Milliarden gewachsen. Und das zeigt, dass das ein Megatrend ist, weil deutsche und japanische Werkzeugmaschinen werden immer ganz weit vorne sein. Und was Deutschland an Trends vorgibt, da werden andere hinterherziehen. Damit kriegt man 3, 4 mittelständische Firmen in Deutschland mit Aufträgen gefüllt. Daran wollen wir teilhaben. Wir machen 45, 50 Millionen dieses Jahr. Also wir haben jede Menge Platz daran zu partizipieren. Low-Cost-Massenproduktion hat definitiv ausgedehnt. Keiner will heute mehr ein billiges Fahrrad kaufen. Keiner will ein billiges Handy haben. Keiner will ein Herr Dr. Zuse, gut nach Hause weg. Wir sehen uns bald wieder. Grüßen Sie Ihre Frau. Passen Sie gut auf sie auf. Irgendwann werde ich sie Ihnen stehlen. Low-Cost hat ausgedient. Billige, günstige Produkte will keiner haben. Und das sieht man auch ganz klar in Zahlen. Deutsche Werkzeugmaschinen, das Segment Massenproduction, unflexible Fertigungslinien, Verzahnung, Schmieden, Polieren, sinkt. Im gleichen Zeitraum, wo die anderen 2,8 Millionen zugelegt haben, ist das Segment fast eine halbe Milliarde runtergegangen. Daraus können wir eine ganze Menge lernen. Man sollte sich nicht mehr darauf verlassen, dass es immer einen Benzinmotor gibt, der ein Getriebe braucht. Schmieden, Polieren geht in die gleiche Richtung. Und unflexible Fertigungslinien hat meistens auch was mit Massenproduktion zu tun. Das wird es nicht mehr geben. Meine Beweisführung. Automobilindustrie schrumpft bereits. Ich habe das eben gezeigt in dem vorherigen Chart, dass bestimmte typische Anwendungen, Zahnradfertigung, geht nach unten. Und heute, wenn man heute guckt, was die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie, für welche Zweige sie produziert, ist fast die Hälfte Automobil. Das ist das linke Chart, der linke Kuchen. Also es gibt eine extreme Abhängigkeit, nicht nur in unserem Unternehmen, bei Zuse Hüller Hille, auch bei jedem anderen deutschen Werkzeugmaschinenhersteller. Aber auf der rechten Seite habe ich mal so ein paar Thesen aufgeführt. Elektrische Antriebe werden erschwinglicher. Manche fahren schon Tesla. Manche Leute wollen überhaupt kein Auto mehr besitzen in den großen Städten. Es ist für manche junge Leute heute nicht mehr erstrebenswert, ein eigenes Auto zu besitzen. Die sagen, es gibt Share-Modelle, es gibt Car-to-Go, bestell mir ein Taxi oder das ist eine Geldverbrennungsmaschine. Die Einstellung hat sich geändert. Auto ist kein Statussymbol mehr. Und der ewige Wachstum von Märkten wie China, Brasilien, das wird seine Limitationen haben. Irgendwann werden die auch keinen Bock mehr haben, Autos zu kaufen, wenn die Städte alle so voll sind wie in Shanghai, in Peking, in Sao Paulo. Man kann da nicht mehr Auto fahren. Es geht einfach nicht mehr. Und die Regierungen werden da einschreiten. Dieses grenzenlose Wachstum, auf das die deutsche Automobilindustrie tappt, worauf die hofft, das wird nicht eintreten. Man merkt das heute schon. Es gibt Infrastrukturprogramme, die in öffentliche Transportmittel investieren, wo wieder mehr auf Bahn gesetzt wird. Das wird durchgehend. Und dann haben wir noch den Punkt der additiven Fertigung. Wenn die Autos sowieso anders werden, wenn wir Autos bauen, die keine 250 mehr fahren, sondern die nur 120 fahren, kann ich die auch anders designen. Die können leichter sein, ich kann andere Werkstoffe einsetzen, kann viel mehr im Metal Printing, im 3D-Druckbereich machen. In der Aerospace-Industrie heute schon gang und gäbe. Wenn Sie sich die kleinen Scharniere in den Overhead-Lockers mal angucken, in den Gepäckabteilungen, das waren früher Druckgussteile, die gefräst und gedreht worden sind. Die werden heute komplett 3D gedruckt. Das ist viel leichter, viel weniger Verschnitt und man kann es sofort einbauen und viel einfacher auch noch ersetzen. Ich muss mir keine Ersatzteile mehr ins Lager legen,
wenn ich eins brauche, dann drucke ich mir schnell eins. Und zwar ganz egal auf der Welt wo. Also es wird unsere Welt beeinflussen und bestimmte innovative Branchen sind da schon am Vormarsch. Und der additive Marktbereich, der wächst. Es gibt auch hier schon eine Konzentration, wir haben das gelesen, dass General Electric voll auf dieses Thema setzt. Man kann individuell fertigen, man kann das hochpräzise machen und es wird der klassischen Bearbeitung durch die Veränderung der Produkte den Garaus machen. Wir werden das erleben, dass die mechanische Bearbeitung darunter leidet. Nicht, weil das ersetzt. Davon sind ja viele ausgegangen. Sagen, nein, das additive Fertigen wird niemals das Drehen und Fräsen ersetzen, weil wir da so verdammt schnell sind, weil wir so verdammt präzise sind. Nein, aber die Produkte werden sich ändern. Die Produkte, die uns umgeben, werden sich so ändern, dass man nicht mehr fräsen, nicht mehr drehen muss. Weil die Generation an Ingenieuren heute, im Silicon Valley beispielsweise, die wissen gar nicht, was Drehen und Fräsen ist. Die haben eine Produktidee und dann waren die auf der CES in Las Vegas und haben gesehen, ey, da gibt es 3D-Drucker, warum probieren wir das nicht so aus? Die gehen da wirklich ohne Konventionen ran an das Thema. Die sind da nicht vorbelastet, die werden an die Themen anders rangehen. Und ich weiß, dass mein Co-Partner nachher auch noch mal ein bisschen was zu dem Thema Bionics sagen möchte. Auch ein Megatrend in dem Bereich. Meine weitere Beweisführung, jeder von uns weiß, dass die Deutsche Post ist beileibe kein innovatives Unternehmen. Aber wenn die erkannt haben, sie können ihre Dienstleistung, ihr Produkt, Dienstleistung, Pakete, Post zuzustellen, mit den herkömmlichen Transportvehikeln nicht mehr durchführen, weil VW und Opel ihnen keine vernünftigen Autos verkauft, dann haben die selber eins entwickelt. Und glauben Sie mir, die haben Produktionsmittel ausgesucht auf einem Wege, der hat mit Daimler-Benz und BMW nichts zu tun. Wenn wir heute bei Daimler-Benz ein Projekt anfragen, hoffentlich ist keiner hier von denen, dann kriegen wir erstmal so einen Stapel Betriebsmittelvorgaben. Dann haben wir schon keine Lust mehr als Werkzeugmaschinenhersteller. Ich glaube, dass die Deutsche Post und das Start-up Street Scooter an das Thema ganz anders rangegangen ist. Sonst hätten die nicht in so kurzer Zeit so ein wettbewerbsfähiges Produkt geschaffen. Und jetzt sieht man die Dinger schon überall rumflitzen und es funktioniert. Und der nächste logische Schritt wird sein, das Ding wird selbstfahrend sein. Wir werden also eine andere Logistik haben. Das heißt, in Konsequenz, wir werden es auch auf neue Kundschaft einrichten müssen. Es sind nicht mehr nur die Großen, die sagen, der Scania, der DAF, die Aerospace-Leute. Wir werden vollkommen neue Kundschaft haben. Auf die müssen wir uns einstellen. Das ist eine Herausforderung speziell für Marketing und Vertrieb. Es sind nicht nur die Produkte, die stimmen müssen. Wir müssen auch unsere neuen Kunden erreichen. Die gehen vielleicht gar nicht mehr auf die AMB. Vielleicht gehen die auch nicht mehr auf die EMO. Wir müssen wirklich gucken, wie treffen die ihre Entscheidungen, auf welcher Basis. Wichtig ist, am Ende entscheidet das Produkt. Die Produkte, die wettbewerbsfähig sind, klar, die werden sich durchsetzen. Das wird viel, viel schneller gehen als in der Vergangenheit. Und hier wollen wir die richtigen Produktionsmittel bereithalten. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen. Mein Originalvortrag war ein bisschen länger, deswegen muss ich jetzt einmal durchschnappen. Wir werden also Veränderungen sehen in der Welt der Metallverarbeitung. Ich habe noch eigentlich ein sehr gutes Beispiel, den Olibus von IBM, von Watson, von Local Motors. Den habe ich schon ein paar Mal vorgeführt. Den zeige ich bei anderer Gelegenheit noch mal gerne. Es ist mir der Umschwung nicht gelungen, Horst. Vielleicht kannst du aber trotzdem an der Stelle geschickt, charmant einhaken. Weil hochspezialisierte Fertigung braucht agile Produktion. Ja, vielen Dank, Ralf. Ich habe die Folien einfach unterdrückt, damit ich mehr Zeit habe. Ne? Ja, ist ja klar. Jetzt soll ich also eine charmante Brücke bauen und Ihnen was über IT erzählen. Hier in Hallen, wo man wunderbar, toll Hardware herstellen kann. Ich versuche es mal vielleicht über meine Historie. Ich habe nämlich ursprünglich auch mal zur Hälfte Maschinenbau studiert. Die andere Hälfte war Betriebswirtschaft, hat man damals Wirtschaftsingenieur genannt. Und war die verrückte Idee dafür zu sorgen, dass Ingenieure und Kaufleute lernen, miteinander zu sprechen. Und man so Hybridwesen generiert, die nichts richtig können, aber überall mitquatschen. Fand ich toll, dass du das machst. Habe das studiert und bin dann in der IT-Branche gelandet. Habe also was ganz anderes gemacht. Aber ich kann mich noch gut erinnern, in der Zeit war ich öfter mal in so Maschinenhallen. Ich habe im Festo Diplomarbeit gemacht
Und alles, was da mit Produktion zu tun hatte, war grün und hammerschlaglackiert. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, sieht heute alles ein bisschen schicker aus. Am Ende geht es immer noch darum, was herzustellen. Was aber jetzt inzwischen dazugekommen ist, ist, dass in fast allen Produkten haben wir inzwischen unendlich viel Elektrik, Elektronik und unendlich viel Software drin. Weswegen dieses, wir bringen die Ingenieure und die Kaufleute zum Miteinander sprechen, schon gar nicht mehr ausreicht. Das nächste, was man jetzt versucht, ist auch noch Softwareentwickler mit denen zum Sprechen zu bringen. Also Ingenieure, die Mechanik machen, dann so Leute, die eher so ein bisschen im freien Künstlerfeld tätig sind, die so Elektrotechnik-Sachen und sowas machen. Und dann bringen wir jetzt noch Betriebswirtschaftler dazu und das ergänzen wir durch Softwareentwickler, die ja eine ganz eigene Welt haben. Und dann wollen wir am Ende smarte Produkte draus haben. Klingt total easy und wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Was wir machen bei der Zenit, von der ich komme, wo ich das letzte Vierteljahrhundert gearbeitet habe, wir versuchen das Thema PLM, wie man das heute nennt, in den Griff zu bekommen bei unseren Kunden, Product Lifecycle Management. Also wie der Name schon sagt, den kompletten Produktlebenszyklus zu managen, zu gestalten, zu verwalten, zu steuern. Und was wir feststellen ist, dass dieses Gebiet sich zum einen stark erweitert, weil ganz oft bei unseren Kunden die Verantwortung nicht mehr aufhört, wenn sie mit so einer tollen Maschine, wie einer von denen, die hier rumstehen, Produkte gemacht haben, sondern sie ihre Geschäftsmodelle verändern und das Produkt weiter in ihrer Verantwortung behalten, weil sie am Ende vielleicht das Produkt gar nicht mehr verkaufen, sondern damit einen Service anbieten für ihre Kunden, wo es dann plötzlich eine Rolle spielt, dass dieses Produkt über einen sehr langen Zeitraum einwandfrei funktioniert, kostengünstig gewartet werden kann, also gar nicht mehr vom Ersatzteilverkauf Gewinn machen kann, sondern selber plötzlich das Problem hat, wenn sein Produkt nicht mehr tut. Also das, was der Ralf angesprochen hat mit dem Thema Präzision, Qualität, sich plötzlich fortsetzt, weil sich eigentlich das Geschäftsmodell bei vielen verändert und sie Produkte gar nicht mehr verkaufen. Typisches Beispiel ist immer Käse, der keine Kompression mehr verkauft, sondern die Fähigkeit, Gase zu komprimieren. Und dafür sorgt, dass es beim Kunden auch immer klappt. Ich hoffe, jetzt habe ich irgendwie die Kurve gekriegt Richtung PLM. Was ich Ihnen dazu erzählen möchte, ist so ein bisschen, ich glaube, IKEA hat es eine Zeit lang gemacht, dass sie gefragt haben, ob man sich irgendwie noch, oder ob man schon lebt. Wir haben das hier mal auf PLM übertragen. Klassisch heute, wie sieht denn so eine Wertschöpfungskette im Unternehmen aus, wenn man sich die anguckt? Wir haben einen Kunden, der bestellt einen Teil, das er im Kopf hat, das möchte er haben. Das macht er typischerweise beim Vertrieb. Das Marketing dahinter hat dafür gesorgt, dass der Kunde den Anbieter auch gefunden hat. Dann geht es in eine Designphase, wird eine Fertigungsplanung und so weiter. Man geht so durch diese Wertschöpfungskette. Und wenn man durch so einen klassischen Prozess durch ist, ein paar Wochen später kriegt der Kunde hoffentlich genau das Teil, das er haben wollte. Auch in der Stückzahl, die er haben wollte, in der Qualität. So sieht bei über 90% unserer Kunden die Welt heute aus und der eine oder andere hat es besser im Griff, durch diesen Prozess zu kommen, schnell durch diesen Prozess zu kommen, verlustfrei durch diesen Prozess zu kommen. Es gibt auch welche, die arbeiten dann heftig dran. Am Ende wird die Digitalisierung dafür sorgen, dass wenn man das gut beherrschen möchte, man eine Plattform braucht, auf der man sein Produkt virtuell abbilden kann, simulieren kann, berechnen kann, schnell durch diese Prozesse tragen kann und am Ende auch in dem landet, was ja momentan so der schlagende Begriff ist, die autonome Produktion. Wir wollen ja nicht nur autonom fahren im Auto, sondern wir hätten ja gerne auch die selbststeuernde Fabrik, in der intelligente Komponenten von vornherein wissen, was sie werden sollen. Ne? Fährt man ein Stück Stahl rein und es weiß, dass es eine Hutschachtel werden soll und sorgt sich dann besorgt sich die richtigen Maschinen und steuert sich selber durch die Produktion. Das ist ja die Idee. Die finden wir auch toll. Wir haben uns nur die Frage gestellt, wenn man die Prozesse davor alle nicht betrachtet, die vom Engineering dahin geführt haben, dass dieses Produkt weiß, was es werden soll und alle diese Informationen mitbringt, habe ich dann wirklich eine autonome Fertigung am Ende oder habe ich da ein autonomes Chaos in meiner Fabrik? Und deswegen glauben wir, dass auch die ganze Industrie-4.0-Diskussion, wenn sie nur auf die Produktion guckt,
zu stark verengt und den Gesamtprozess, die gesamte Wertschöpfungskette betrachten muss. Wenn man sich das Ganze jetzt mal vorstellt, also mal weg von diesem Bild, und man würde sagen, was könnte denn Smart PLM sein? Da kommt einer, hat eine Idee, was er haben will als Teil, bestellt es heute bis 12 Uhr und kriegt morgen dann so Amazon-mäßig um 16 Uhr was ganz anderes geliefert. Ist er dann erstmal total enttäuscht, eventuell, wenn er dann feststellt, dass das aber genau das Gleiche macht, was er eigentlich haben wollte, nur wesentlich smarter. Nämlich viel leichter, viel weniger Material gebraucht wurde und das Ganze außerdem auch noch weniger kostet, als er erwartet hat, ist er wahrscheinlich begeistert. Wenn also Unternehmen das hinbekommen, ihre Kunden so zu bedienen und die anderen Unternehmen noch den klassischen Prozess leben, wer wird sich dann im Markt durchsetzen? Und ich glaube, diese Frage, die haben wir ja ständig. Uber und was, ne? Sie kennen ja alle die Beispiele, wo Leute einfach gesagt haben, wir machen es mal anders. Wir nutzen mal das, was heute an digitalen Mitteln da ist, überlegen uns, wie wir das Geschäftsmodell verändern können und tun es einfach mal anders. Bezogen auf dieses Thema Fertigung, Fertigungsindustrie, wollen wir dem jetzt mal hinterhergehen. Das ist ja schon ein bisschen provokativ hier, also bis wir ein klassisches Fertigungsunternehmen dahin gebracht haben, dass ich heute anrufe und morgen um 16 Uhr kriege ich so die Teile bestellt, das wird schon eine Weile brauchen. Aber was ist denn notwendig, um da eigentlich hinzukommen? Da kann man ja mal reingucken. Das eine ist, man kann heute Unmögliches nicht nur fertigen, sondern auch noch effizient fertigen. Der Ralf hat es angesprochen. Wir haben bis vor kurzem das Problem gehabt, dass man mit klassischen Fertigungsverfahren manche Dinge einfach nicht herstellen kann. Eine hohle Kugel aus dem Vollen fräsen, wer kann das hier? Schade, ne? Wäre bestimmt einer gewesen, mit dem du gerne gesprochen hättest, Ralf. Aber man kann natürlich solche Dinge heute mit additiven Fertigungsverfahren problemlos herstellen. Und zwar ohne zwei Hälften zu machen und die dann auf die eine oder andere Art zusammenzubringen. Und so kann man ganz viele Dinge heute tun, die man vorher nicht tun konnte, wenn man additive Fertigungsverfahren verwendet. Und man kann das auch noch sehr effizient tun, denn da wird unheimlich viel momentan geforscht dran, um solche Dinge nicht nur überhaupt machen zu können, sondern auch noch effizient, um wegzukommen von der Einzelfertigung hin zu Kleinserien. Und es wird wie immer sein, wir werden da Stück für Stück hinkommen, dass man auch komplette Serien auf die Art angehen kann. Aus Baugruppen werden Einzelteile. Heute wird aus Fertigungsgründen sehr, sehr oft werden 10 Teile gemacht und die müssen hinterher montiert werden. Wenn ich in die additive Fertigung gehe, mache ich aus den 10 Teilen 1 und druck's. Spare mir beliebig viele Verarbeitungsschritte, Verwaltungsschritte dahin und so weiter. Also da liegt ein wahnsinniges Potenzial drin, was man mit den additiven Verfahren machen kann. Wenn man das noch kombiniert mit dem, was der Ralf schon angesprochen hat, Bionic, der Natur abgeschaut, dann kommt man zu unglaublichen Ergebnissen. Unser größter Kunde ist Airbus. Die fliegen im A350 schon mit 1500 gedruckten Teilen. Metall, also die drucken inzwischen Metall. Die haben teilweise 50% Gewichtsersparnis im Flugzeug. Also jeder, der weiß, wie die arbeiten, weiß, was 50% Gewichtsersparnis beim Fliegen sind. Und 90% Materialersparnis. Weil wenn ich einen Klotz nehme und fräse runter und drehe und mache und tue, ne, zerspane. Wenn ich natürlich einfach das Ganze schichtenweise aufbauen kann, dann habe ich das Material, das ich brauche. Also es sind unglaubliche Potenziale und die fliegen bereits in der Luft. Da sitzen wir drin, wenn wir irgendwo hinfliegen, ohne es zu merken. Bis jetzt ist auch noch keiner deswegen runtergefallen, glücklicherweise. Warum kann man solche Dinge erreichen? Weil man bionische Formen nimmt. Ich war mal auf einem Kongress, da hat eine kanadische Universitätsprofessorin, die Bionic macht, vor 3.500 Ingenieuren gesagt, so Beispiele gezeigt, was bionische Formen tun können. Und hat dann den Leuten gesagt, ihr müsst aber jetzt nicht alle in Depression verfallen, dass ihr das nicht hingekriegt habt, solche Sachen zu konstruieren. Wie viele Iterationszyklen habt ihr typischerweise, um eure Produkte zu optimieren? Wie viel Zeit habt ihr dafür? Die Natur hatte mehrere Millionen Jahre, dass die zu besseren Ergebnissen gekommen ist, ist nicht weiter verwunderlich. Ja. Diese bionischen Formen, gucken Sie sich einen Baum an. Was ein Baum hinkriegt, statisch, unglaublich. Sägen Sie ein paar Äste ab, gleicht aus, sagenhaft.
wird man in der Architektur revolutionäre Dinge damit tun können. Wenn man das jetzt kombiniert, man guckt es der Natur ab, wie die es über Jahrmillionen optimiert hat und nutzt die Möglichkeit, beliebige Formen herstellen zu können, was man bisher nicht tun konnte, dann liegt da vor dem ganzen Thema, wie machen wir Teile, wie bauen wir irgendwas in Zukunft ein völlig neues Feld. Das wird aber nur funktionieren, wenn man die Denkwelt der Ingenieure tatsächlich revolutioniert. Wenn man das 3D-Drucken nutzt, um genau das zu machen, was man bisher auch gemacht hat, dann kann man an der einen oder anderen Stelle sicher auch ein paar Potenziale heben, aber darum geht es nicht. Es geht darum, von vornherein Dinge völlig anders zu denken. Das, was er angesprochen hat, im Silicon Valley, gehen Sie zu einem jungen Ingenieur und geben dem eine Aufgabe, der wird da völlig anders dran gehen, als einer, der seit 30 Jahren in der Fertigungsindustrie konstruiert hat. Logisch, kann gar nicht anders sein. Also der Vorteil der Erfahrung kann sich in vielen Fällen auch umdrehen, dann in den Ballast so, sich erstmal befreien zu müssen in der Denkwelt. Das wird ein sicherlich sehr interessanter Umbruch. Und das Zweite, diese Amazonisierung, die ich angesprochen habe, wenn man da reinguckt, SAP sagt dem einen oder anderen was, denke ich, ne? Weltgrößte Standardsoftwarehersteller, kommt aus Deutschland. Und wir haben UPS, oh, die Kollegen, die bringen die Post, die Päckchen. Was haben die zwei miteinander zu tun? Erstmal gar nichts. Wenn man jetzt das, was ich gerade erzählt habe, zusammennimmt und sich dann überlegt, dass die SAP mit ihrer Software in der Lage ist, Plattformen zu bieten, auf denen man weltweit Dinge bestellen, abrechnen, durchschleusen, Logistik machen kann. Und man nimmt UPS, die über ganz USA verteilt, überall Zentren haben, und man bestückt die jetzt mit den entsprechenden Maschinen, die in kürzester Zeit in der Lage sind, über additive Fertigung oder die Kombination aus additiver und subtraktiver Teile herzustellen. Dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema, heute bestellt, morgen Mittag geliefert. Also da wird sich was dramatisch verändern, und es ist ja immer so, dass die Visionäre dem vorausgehen und deswegen anfangen, solche Kooperationen zu bauen, auch wenn vielleicht technologisch die Mittel heute noch nicht da sind, weil sie wissen, es dauert nicht mehr allzu lange, bis man genau das tun kann. Klingt jetzt alles klasse, und wie immer ist so, der Teufel steckt im Detail. Also wenn man sich dann anguckt, was muss man denn jetzt tun, damit man wirklich nachher auf der Maschine die richtigen Teile in der richtigen Qualität rauskriegt, dann gibt es da schon noch die eine oder andere Hürde zu nehmen. Wir sind nicht so weit, dass man Serienproduktion wirtschaftlich machen kann. Es wird an ganz vielen Materialien geforscht, weil man will ja alles Mögliche drucken. Sie haben vielleicht auch schon mal gehört, man will menschliches Gewebe drucken. Also wenn Sie in Zukunft dann vielleicht irgendwo mal ein Stück Haut brauchen, dann wird die gedruckt. Idealerweise dann auch gleich noch kombiniert mit der Gentechnik aus Ihren eigenen. Dann gibt es auch keine Abstoßungsreaktionen. Also alles, was man so in Science Fiction sieht, ne, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren angucken. Es kommen Sachen wie thermischen Verzug zu beherrschen. Die Verfahren sind deutlich warm. Es gibt relativ wenig hybride Maschinen. Auch da hat der Ralf ja seine Vision, wo er hin will in Zukunft. Da wird man einiges tun müssen. An vielen Stellen muss man nachbearbeiten, also man kommt wieder in die klassische Fertigung, weil man Stützstrukturen braucht zum Drucken, die man hinterher wegmachen muss. Also hat man genau wieder das Problem, dass man beide Verfahren zusammenbringen muss. Bearbeitungszentren, die das können, beide Verfahren kombinieren, machen natürlich großen Sinn. Und wir kommen in eine ganz andere Frage, warum das Copyright sicherstellen? Stand heute, wenn Sie irgendein Dokument haben, auf dem draufsteht, Kopieren verboten, weiß jeder, was das heißt. Wenn Sie in Zukunft einen Scanner und einen Drucker hinstellen können und Sie können irgendeinen Teil nehmen, können scannen, können es produzieren, dann tun Sie eigentlich nichts anderes, als wenn Sie ein Dokument kopieren. Wie kann man das verhindern? Wie kann man die Maschinen so gestalten, dass das nicht möglich ist? Das beschäftigt zurzeit haufenweise Juristen, sich da Gedanken darüber zu machen, wie sowas aussehen kann. Also es gibt schon ein paar Fragestellungen, auf die man auch nicht gleich kommt. Was man tun muss, ist, man muss von vornherein ein Design für diese neuen Fertigungsverfahren machen. Also man muss beides berücksichtigen, Design und die Fertigungsanforderungen. Und wir haben das mal hier beispielhaft dargestellt. Bei uns im Unternehmen gibt es Leute, die sich vom Design bis in das ganze Thema digitale Fabriksteuerung auskennen, die wir alle mal zusammengeholt haben und gesagt haben, lasst uns mal einen Prozess modellieren, der von dem
wir machen das Design anders, bis wir landen am Ende auf der hybriden Maschine, durchdacht ist und gucken, wo sind alle Dinge dazu da, die man braucht und wo gibt es Prozesslücken. Da gibt es heute definitiv noch einige, da reden wir auch wieder über Standards, solche Dinge, die geschaffen werden müssen. Und weil das so ist, springen wir über die zwei drüber, sind wir in einigen Forschungsprojekten auch mit beteiligt, teilweise auch eben mit sehr großen Kunden von uns wie dem Airbus. Da gibt es ein Projekt, nennt sich Bionic Aircraft. Entschuldigung. Da unten sieht man mal so ein paar visionäre Bilder, wo die hinwollen. Also in Zukunft sitzt man im Flugzeug dann wie in so einem, kennt man vielleicht von so Panoramabussen, ne? Wo man oben rausgucken kann, sitzt man dann in so einem großen Passagierflieger und hat Rundumsicht. Wie sich das anfühlt, wenn das Ding dann so mit 1000 Sachen irgendwo durchs Gewitter fliegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber um solche Strukturen dann herzustellen, denkt man eben darüber nach, wie kann man das hocheffizient machen, wie kann man die so leicht wie möglich machen, trotzdem stabil, was kann man der Natur da abgucken. Das heißt, in diesem Bionic Aircraft geht es auf der einen Seite um das Thema Ressourcennutzung, wie kann man mit möglichst wenig Ressourceneinsatz und Emissionen vorgehen. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch darum, hinterher, bei den Flugzeugbauern spielt ja heute das ganze Thema Repair, Maintenance, Overhaul eine Riesenrolle, wo die eigentlich absehbar mehr Geschäft machen werden als mit dem Verkaufen von den Fliegern. Deswegen ist auch das immer im Vordergrund, wie kann man Dinge so machen, dass sie dort möglichst wenig Aufwand generieren. Und irgendwann kann man das Flugzeug nicht mehr brauchen und dann will man natürlich das Verschrottungsproblem so gut wie möglich lösen können. Also auch das ist ein Teil von dem Bionic Aircraft. Wir sind da zusammen mit sehr unterschiedlichen Firmen, Airbus als Hersteller von Flugzeugen, wir als IT-Firma, das Laserzentrum Nord, das genau an diesem Thema, mit welchen Materialien kann man wie in der hybriden Fertigung arbeiten, forscht. Das ist ein ganzes Konsortium, das da arbeitet. Und es geht überall um dieses Thema, bionische Strukturen einzubringen, die so einzubringen, dass sie massenhaft gefertigt werden können, dafür entsprechende Konstruktionsrichtlinien zu entwickeln, Methoden, Prozesse zu entwickeln, um damit umzugehen, bis rein natürlich das Ganze auch wieder überprüfbar zu machen. Als man angefangen hat, großflächig Kunststoff im Flugzeugbau zu verwenden, war das Problem der Prüfung. Flugzeuge müssen ja ganz regelmäßig geprüft werden, ob irgendwelche Ermüdungsrisse oder solche Dinge auftreten. Für Metall gibt es da alle Verfahren dieser Welt, Jahrzehnte erprobt, für Kunststoff überhaupt nicht. Also war schon die Frage zu lösen, wie kann man sicherstellen, dass man mitkriegt, wenn mit dem Flieger irgendwas passiert. Das sind alles Dinge, die dort untersucht werden und damit einfließen. Es gibt ein zweites ähnliches Projekt, nennt sich Profit, schöner Name, wo es darum geht, additive Herstellverfahren in die industrielle Prozesskette zu bringen. Am Ende geht es überall darum, immer die ganze Prozesskette zu betrachten, Prozesslücken zu schließen, weil wenn wir zurückkommen zu der Idee, heute bestellt, morgen Nachmittag geliefert, eine Kette ist immer so gut wie das schwächste Glied. Wenn Sie also in so einer Wertschöpfungskette irgendwo einen Prozessbruch drin haben und alles andere funktioniert wie am Schnürchen und der Prozessbruch sorgt dafür, dass das Ganze eine Woche liegen bleibt, dann wird es halt nichts mit am nächsten Tag ausliefern. Und es ist eine Riesenherausforderung für Fertigungsunternehmen, solche durchgängigen Prozesse aufzubauen. Das ist das, was wir tun. Meine letzte Folie. Uns gibt es so seit 30 Jahren, also nächstes Jahr haben wir unser 30-jähriges Jubiläum. Wir wurden mal gegründet von 5 Ex-IBMern in der damaligen IBM-Service-Wüste. Wer alt genug ist, weiß, wovon ich rede. Damals hat IBM Großrechner verkauft und als VB hat man Wartelisten geführt, wo man sich vom Kunden hat beschenken lassen, damit man ihn in der Liste hochtut, damit er die Maschine früher kriegt. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ralf, wenn ihr so weit seid, dass euer Vertrieb Wartelisten führt und vom Kunden bestochen wird, damit er die Maschine früher kriegt, dann sind wir wieder in den guten alten Zeiten. Also da kommen wir her. Die IBM hat damals nicht verstanden, dass der Kunde neben dem Rechner gerne auch einen Service hätte. Ja.
Wir haben gerade kurz diskutiert, der eine oder andere Maschinenhersteller hat da auch noch was aufzuholen. Also dieses Thema, den Kunden nicht alleine zu lassen, sondern hinterher dann zu bedienen. Das haben die fünf damals erkannt, die die Zenit gegründet haben. Das hat hervorragend funktioniert, tut es bis heute. Wir haben Partnerschaften mit den großen Softwareherstellern, Wiener IBM, SAP, wie das so, die die ganze Engineering-Welt bedienen. Und haben uns zum Ziel gesetzt, genau dieses Thema durchgängiges Produkt Lebenszyklusmanagement in Fertigungsunternehmen mit unseren Kunden zu gestalten, in die Zukunft zu tragen und all diese innovativen Aspekte damit reinzubringen. Die Zahlen sind nämlich ganz aktuell. Wir haben in Frankreich gerade ein Unternehmen übernommen. Also wir bewegen uns jetzt so Richtung 800-900 Mitarbeiter. Und wenn es klappt, sind wir vielleicht zum Jahresende 1000. Alles Leute, die so eine Kombination haben aus IT-Technologiewissen, Prozessverständnis für die Fertigungsindustrie und viel Motivation und gute Laune, um gute Projekte für unseren Kunden zu machen. Vielen Dank. Ja, das war's dann mal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und aufschlussreich. Vielleicht hat der ein oder andere verstanden, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Das sind die Themen, die die Industrie heute umtreibt. Das sind die Herausforderungen. Aber wir bei Zuse Hölle-Hille, die Firma Zenit, auch die Firma Power Automation, wo ich gemerkt habe, die sind auch ganz aufmerksam hier gewesen, haben dem gelauscht. Das sind genau die Themen, um die wir uns in den nächsten Monate und Jahre kümmern werden. Damit diese Firma, damit unsere Kunden eine gute Zukunft haben. Damit der Standort Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Weil hier wollen wir weiterhin gut leben. Darum geht es am Ende. Wenn Sie Fragen haben, wir stehen natürlich zur Verfügung. Horst wird noch ein bisschen hierbleiben. Alle anderen lade ich gerne auf ein Feierabendbier ein oder ein Feierabendwasser, dass mir keiner hier beschwipst nach Hause fährt. Und ja, morgen sind wir dann wieder für Sie da. Dankeschön.